are you? Me? I'm Hit Girl. And that's Big Daddy. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der kontroversesten Superhelden aller Zeiten. The connotations of the word snowflake in our culture right now are something fragile. And this is a character who is turning it into something sharp. In dieser Liste werden wir Charaktere auflisten, die für hitzige Debatten gesorgt haben, die Fans verärgert haben oder die aus dem einen oder anderen Grund nicht gut gealtert sind. Anti-Helden und Schurken heben wir uns für eine andere Liste auf. Welche von diesen Helden haben euch am meisten schockiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Gin Genie. Während einer interessanten Zeit für die X-Men-Franchise wurde eine Mutantin namens Gin Genie als Mitglied der X-Force eingeführt. Die Heldin verfügt über eine Superkraft mit sehr beunruhigenden Voraussetzungen. Damit Gin Genie seismische Wellen ausstoßen kann, braucht sie Alkohol in ihrem Körper. Je mehr Alkohol sie zu sich nimmt, desto gefährlicher werden ihre Angriffe. Es war etwas problematisch, eine Figur einzuführen, die dazu angehalten wurde, mehr zu trinken, um sich mächtiger zu fühlen. Glücklicherweise hielt sie nicht sehr lange. Diese Figur wurde bereits in der allerersten Ausgabe dieser neuen X-Force getötet. Wir fragen uns, ob Gin Genie mehr Glück gehabt hätte, sich Deadpools X-Force in seinem Nachfolgefilm anzuschließen. Platz 9. Ben Reilly. Obwohl einige Comic-Fans heute offener für die Idee sind, dass jemand anders als Peter Parker die Rolle von Spider-Man übernimmt, war das nicht immer der Fall. I don't think I even want to hear your story. All of you must hear the Scarlet Spider story. Ben Reilly könnte alles darüber erzählen. Er wurde als ein Klon von Parker eingeführt, der von einem von Spideys Feinden entwickelt wurde. Ursprünglich wollten die Marvel-Autoren, dass Reilly den Mantel von Spider-Man annimmt. Während sich die Fans mit der Idee anfreundeten, wurde ein Handlungsstrang eingeführt, der besagte, dass Peter die ganze Zeit ein Klon war. I'm his clone, or maybe he's my clone. We're not sure. Die Gegenreaktion auf diese Wendung führte dazu, dass Parker seine Karriere als New York Citys beliebtester Netzkriecher wieder aufnahm. Obwohl Reilly einige Male in die Comics und ins Leben zurückgekehrt ist, ist es unwahrscheinlich, dass er jemals den Mantel von Peter übernehmen wird. Platz 8. Power Girl. Power Girl wurde von einer Reihe von Kontroversen begleitet. Eines ihrer anfänglichen Hindernisse bestand darin, dass sie durch eine Umdeutung nicht mehr Supermans Cousine, sondern die Enkelin eines atlantischen Zauberers war. Das ist zwar nicht mehr der Fall, aber die Fans sind immer noch sehr geteilter Meinung darüber, wie sehr Power Girl als Figur sexualisiert wurde. Why aren't you with the boy? I'm close enough right here. And he's not really that much of a boy, you know? He's 13. Einerseits ist die Kara Zor-El geborene Heldin knallhart, mächtig und eine ganz eigene Heldin mit einem hervorragenden Ruf. Aber ihr freizügiges Kostüm hat in der Vergangenheit den Vorwurf aufkommen lassen, diese Qualitäten zu untergraben. Die Autoren haben versucht, verschiedene Gründe dafür zu finden, warum sie einen Anzug trägt, der bestimmte Vorzüge hervorhebt. Aber egal wie die Erklärung lautet, ihr Originalkostüm wird immer für Gesprächsstoff sorgen. It's me. A little more mature than you, but I see your point. Platz 7. Hank Pym. Hank Pym ist nicht nur der erste Superheld, der den Decknamen Ant-Man angenommen hat, sondern auch Goliath, Giant Man und Yellowjacket. Dieser brillante Biophysiker hat jedoch auch eine dunkle Seite, die sich beim Wechsel des Anzugs zeigte. Sein berüchtigster Moment kam, als er noch in seiner Yellowjacket-Rolle unterwegs war. Pym quälte seine Frau nicht nur psychisch, sondern schlug sie auch. Es war schwer, ihn als Helden zu sehen, nachdem er seiner eigenen Ehefrau etwas so Kriminelles angetan hatte. Pyms Ruf für wütendes und rücksichtsloses Verhalten könnte eine der Gründe gewesen sein, warum sich das MCU dafür entschieden hat, Scott Lang zum Hauptdarsteller der Ant-Man-Franchise zu machen. Hi, I'm Scott. Did he just say hi, I'm Scott? What are you doing here? First off, I'm a big fan. Appreciate it. So who the hell are you? I'm Ant-Man. Ant-Man. Platz 6. Captain America. Es gab eine Zeit, in der negative asiatische Stereotypen neben Bildern von Superman platziert wurden, um den Kauf von Kriegsanleihen während des Zweiten Weltkriegs zu fördern. Aber er ist nicht der einzige patriotische Superheld, der in fragwürdigen Geschichten auftauchte. Nachdem Captain America in Comics mit rassistischen Karikaturen aufgetaucht war, wurde er in eine kontroverse Geschichte verwickelt, während der Vietnamkrieg tobte. Als die Secret Empire Story aus dem Jahr 1974 in die Regale kam und auf der letzten
letzten Seite einen nicht ganz so unverhohlenen Hinweis auf den amtierenden Präsidenten Richard Nixon enthielt, wurde dies nicht gut aufgenommen. Auch jede Änderung an Cap kann sofortige Reaktionen hervorrufen. Man muss einfach die Fans fragen, wie sie sich gefühlt haben, als es so aussah, als würde Cap der Nazi-Organisation Hydra beitreten. Platz 5. Hit Girl und Big Daddy. Die Verfilmungen der Kick-Ass-Franchise waren bereits aufgrund der gezeigten Gewalt umstritten, aber die Ursprünge von Hit Girl sind sogar noch beunruhigender, wenn man ein wenig tiefer gräbt. Ihr Vater Damon McCready, auch bekannt als Big Daddy, scheint nichts dagegen zu haben, seine junge Tochter zu einem gefährlichen Leben als Verbrecher zu drängen. How was that? Not so bad. Kind of fun, huh? Now you know how it feels. You won't be scared when some junky asshole pulls a Glock. I wouldn't have been scared anyways. That's my girl. Die Gewalt, der Hit-Girl tagtäglich ausgesetzt ist, ist auf Damons Comic-Fanatismus und seinen Wunsch zurückzuführen, seine Fantasien im wirklichen Leben auszuleben. Diese Hintergrundgeschichte wurde leicht verändert, als das Paar es auf die Leinwand schaffte. Die derbe Sprache und die brutalen Aktionen von Hit-Girl sorgten jedoch auch nach der Veröffentlichung des Filmmaterials für Aufsehen. How do I get a hold of you? You just contact the mayor's office. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant car. Platz 4. Excranio. DC Comics hatte keinen guten Start, als sie in den 1980er Jahren eine offen schwule Figur Excranio nannten, denn der Name bedeutet so viel wie seltsam. Leider ist das nicht der einzige Aspekt der Figur, der verpfuscht wurde. Die Persönlichkeit der Figur, ihre Eigenheiten und ihre Kleidung waren darauf ausgerichtet, faule Klischees über schwule Männer zu verkörpern. Alle Hoffnungen, dass Excranio Teil eines revolutionären Gremiums sein könnte, wurden immer wieder enttäuscht, weil er nie eine Beziehung eingehen konnte. Zu allem Überfluss starb die Figur, nachdem der dümmlich benannte und fast ebenso beleidigende Hemogoblin den Helden mit HIV infiziert hatte. Glücklicherweise ist Extraneo seitdem wieder auferstanden und wird in der heutigen Zeit mit mehr Respekt behandelt. Platz 3. Snowflake und Safe Space. Im Jahr 2020 beschloss Marvel Comics, das Team der New Warriors mit einer Reihe neuer Gesichter zu verstärken. Zum neuen Team gehörten ein nicht-binärer Held namens Snowflake und sein Geschwister Safe Space. Die beiden erhielten diese Namen, um aus Begriffen, die als Schimpfwörter verwendet wurden, inspirierende Helden zu machen. This idea that these are terms that get thrown around on the internet that they don't see as derogatory, to take those words and kind of wear them as badges of honor. Viele Zuschauer fanden es jedoch entweder beleidigend oder viel zu abstoßend, diese Figuren zu benutzen, nur um diese Begriffe in den Mund zu nehmen. Snowflake is the person who has the more offensive power, and Safe Space is the person who has the more defensive power. The idea was that they would mirror each other and complement each other. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Ankündigung dieser Figuren sahen die Fans immer weniger von ihnen. Es ist unklar, ob das Unternehmen versuchen wird, diese Figuren umzubenennen oder sie in der Versenkung verschwinden zu lassen. So oder so, die Geschichte dieses Paares hatte definitiv einen holprigen Start. Platz 2. Der Black Bomber. Der Black Bomber war ein rassistischer weißer Mann, der während seiner Zeit im Vietnamkrieg einer Chemikalie ausgesetzt war. Dadurch verwandelte er sich in einen schwarzen Superhelden, der sich nicht mehr an seine andere Identität erinnern konnte. Glücklicherweise wurde diese entsetzlich tonlose Black Bomber-Idee zurecht verworfen und nicht veröffentlicht. Und als Bonus gab sein Scheitern dem Schöpfer Tony Isabella den Anstoß, den bahnbrechenden Helden Black Lightning in die Welt zu setzen. Die Idee von Black Bomber geriet jedoch nicht völlig in Vergessenheit. Der legendäre Schöpfer Dwayne McDuffie machte sich später in einem Justice League Comic über die Figur lustig. Sein Brown Bomber versuchte, der Heldin Vixen zu zeigen, dass er helfen kann, aber wie die meisten Menschen hielt sie ihn nur für einen großen Witz. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Big Bertha. Obwohl Marvels Ashley Crawford alias Big Bertha sehr sympathisch und witzig sein kann, wurde schnell klar, dass es eine unangenehme Seite an ihrem Charakter gibt. Sie hat die Fähigkeit, ihre Körpermasse stark zu erhöhen, sodass sie schwere Schläge aushalten und genauso hart zurückschlagen kann. Außerhalb ihrer Heldentätigkeit arbeitet Big Bertha in ihrer Freizeit als Model. Ursprünglich nahm sie die Form eines Stereotypen-Models an, indem sie ihre Masse auf unbequeme Weise los wurde. Berthas Methoden, die Pfunde loszuwerden, erwecken den Eindruck, als würden die Autoren Menschen, die mit Krankheiten wie Bulimie zu kämpfen haben, auf die leichte Schulter nehmen. Obwohl die Heldin oft die Doppelmoral der Gesellschaft in Bezug auf Schönheit kommentiert, sind ihre verstörenden Methoden immer noch schwer mit anzusehen.
Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.